In den letzten Jahrzehnten hat Europa einschneidende und unvorhersehbare Grenzveränderungen erlebt. Im Balkankrieg wurde die Gründung Sloweniens und Kroatiens mit Leid und Toten erkauft. Tschechische Republik und Slowakei entstanden einvernehmlich. Nie wurden die betroffenen Menschen nach ihrem Willen gefragt. In Brüssel demonstrieren die Katalanin Anna Arquet, der Südtiroler Gerald Leiter und tausende andere Selbstbestimmungsbefürworter für die Abhaltung von Referenden in ihrer Heimat. Der Schotte Chris White formuliert das Ziel. Unsere Botschaft, das Recht auf Selbstbestimmung ist grundlegend. Europa, wir werden abstimmen. Am 18. September dieses Jahres wird Schottland in einem Referendum darüber abstimmen, ob es unabhängig werden will oder nicht. Diese Frage, könnte man sagen, beschäftigt das Land, seit es vor 300 Jahren dem Vereinigten Königreich beigetreten ist. Seit 300 Jahren ist die Sonne auf der Isle of Seal über dem Vereinigten Königreich untergegangen. Am 18. September werden die Wähler darüber entscheiden, ob sie in Zukunft über einem unabhängigen Schottland aufgehen soll. Ihre Strahlen könnten bis nach Katalonien und Südtirol reichen.